So, und damit dürfen wir Sie dann herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ich darf auch die beiden Trainer bei mir begrüßen, Marc-Patrick Meister für den KSC und Janusz Radoki für unsere Spielvereinigung. Wie üblich gebührt dem Gast das erste Wort, Herr Meister, bitte. Vielen Dank auch für die Glückwünsche zu unserem Sieg heute Nachmittag. Ich denke, wir waren Teil einer sehr intensiven, sehr kampfbetonten Partie, die mit uns oder für uns begann, wie so oft, mit dem Kopfball an die Latte vorne und so fast dann die Befürchtung, dass es der rote Faden sich weiter durchzieht und wir da nicht rauskommen. Über die ganzen 90 Minuten gebührt den Jungs in der Kabine heute mein großer Respekt und auch ja, ein Riesenkompliment. Und ich freue mich auch für die Jungs, die sich die ganzen Wochen über überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und hart arbeiten, auch wieder in der Vorbereitung auf das Spiel heute und nehmen jetzt an der Stelle natürlich auch einfach mal mit, dass das Tor relativ spät fällt, bei einem unserer wenigen Offensivmomente und ja, so fahren wir in Anführungszeichen glücklich und für meinen Teil zumindest ein Stück weit stolz jetzt zurück nach Karlsruhe. Vielen Dank. Vielen Dank. Janusz, dein Resümee. Ja, also von unserer Seite aus können wir es eigentlich noch kürzer machen. Das Spiel war qualitativ von unserer Seite aus nicht ausreichend. Qualitativ bedeutet aber da schon mal in puncto Einstellung, in puncto Leidenschaft, die wir heute nicht auf den Rasen gebracht haben von Beginn an. Wir hatten zu Beginn diesen Wachmacher mit diesem Lattenkopfball. Ja, haben wir aber nicht genutzt, diesen Wachmacher. Ja, wir haben weitergeschlafen, haben einfach immer versucht, das Ganze auch nur zu verwalten. Natürlich haben wir auch die ein oder andere Tormöglichkeit, aber der Anspruch wäre schon gewesen, dass wir uns deutlich mehr herausspielen. Aber das ist im Augenblick so, dass die letzten, ja, da reden wir jetzt immer von 5%, schon von 10%, dass die einfach fehlen. Unser Spiel auch langsam ist, unser Pressing auch langsam ist. Und von daher, denke ich, können wir da auch nicht zufrieden sein. Wir müssen nur aufpassen und das ist eben auch ein Appell beziehungsweise vielmehr eine Aufforderung an die Mannschaft, dass wir da jetzt die letzten zwei Wochen nicht weiterschlafen, sondern dann schon nochmal den Hintern hochkriegen und für das Fußball spielen. Warum wir Fußball spielen? Nämlich um zu gewinnen. Und um zu gewinnen, muss man immer ein bisschen mehr machen als der Gegner oder, wenn man es individuell sehen muss, als der Gegenspieler. Und von daher, denke ich, haben wir da jetzt nächste Woche mit St. Pauli ein wunderschönes Spiel vor der Brust, wo wir das alles zeigen können, ob wir es auch wirklich können. Danke. Dank an die beiden Trainer. Gibt es Fragen in der großen Runde? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Christoph Ruf hier vorne, einmal links über die Schulter. Herr Meister, wie zufrieden waren Sie mit den drei oder mit den jungen Spielern? Melem, Gimba, Buchter und der Buchter kam ziemlich humpelnd jetzt gerade die Treppen runter. Wissen Sie schon, was er hat? Es macht nichts. Er kommt öfter mal vom Platz runter und humpelt und es ist einfach auch dann Teil von dem Spiel. Ich denke, sie haben sich alle drei tapfer aus der Affäre gezogen, Bene, Gimba im Endeffekt, also die drei konkret, seit Wochen sowieso, heute auch fehlerlos im Endeffekt und sehr konzentriert. Severin auf der Bahn auch ordentlich, noch sehr zurückhaltend in der Offensive, dass er viel besser kann und das bekommen wir schon hin mit ihm. Das ist ein Weg, den wir jetzt einschlagen mit ihm auf der Position und dass er will und dass er flink ist, denke ich, hat man heute gesehen. Und Cello Melem hat, denke ich, heute sein komplettes Herz, das er in sich dreht, nach außen gekehrt. Und ein Karlsruher Junge, tolle Leistung von ihm, fand ich das ganze Spiel durch. Sehr verlässlich, sehr wach. Und er hat, denke ich, auch den dreien dann jetzt eben in der Kabine auch Spaß gemacht. Ja. Frage an Janusz Radoki: Wie groß sind die Chancen, dass der eine oder andere verletzte Spieler beim schweren Auswärtsspiel gegen die selbstbewussten St. Paulianer wieder mitmachen kann? Kann ich jetzt heute noch nichts dazu sagen. Müssen wir jetzt im Laufe der Woche abwarten. Aber ich denke schon, dass der eine oder andere zurückkommen wird.
Aber wie gesagt, mit denen beschäftige ich mich natürlich, mit denen, die auf dem Platz stehen können. Und es waren heute 18 Leute im Kader. Und das ist vollkommen ausreichend für Zweitligaspiele. Dann sehe ich keine Wortmeldung mehr. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, unseren Gästen eine angenehme Nachhausefahrt und Ihnen allen noch einen schönen Restsonntag. Tschüss.